Die Menschen wollen, dass wir öffnen. Die Menschen erwarten von der Politik Schritte der Zuversicht. Sie wollen ihre Lebensgewohnheiten wieder ausleben können. Wir haben uns das heute absolut nicht leicht gemacht. Wir haben eigentlich 5 Stunden diskutiert, weil wir wissen, die Infektionszahlen sind zu hoch. Aber wir gehen das Wagnis von vorsichtigen Öffnungsschritten ein, um den Menschen das zu ermöglichen, was ihnen in Wahrheit auch zusteht. Aber es sind klare Bedingungen, die wir setzen. Nicht nur, dass wir Gott sei Dank jetzt mehr impfen können, sondern wir wollen noch mehr testen. Da sind wir schon sehr gut. Wir wollen auch entsprechend kontrollieren. Dann wird es möglich sein, dass wir diese Schritte mit der Karwoche und dann ab April tatsächlich setzen können. Ich kann es nur hoffen und bin persönlich durchaus überzeugt davon, aber wir müssen vorsichtig bleiben.